Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute ist St. Patrick's Day, der größte Feiertag in Irland. Und da ich leider nicht dort sein kann, ich bin ja schon wieder hier in Deutschland und das wäre einfach zu teuer gewesen, denn viele haben bestimmt ihre Flüge schon weit im Voraus gebucht, um an diesem besonderen Tag, denn es ist auch sowas wie eine Art 100-Jahr-Feier. Da, ja, da war Easter Rising 1916, das war so die ersten Anfänge der Revolution in Irland, also eben der Aufstände gegen das britische Regime, und die wurden zwar niedergeschlagen und Irland ist dann erst seit, müsste auch hier, nee, hier steht 1916 drauf, aber ich glaube seit 1922 oder so unabhängig, aber egal, deswegen ist es ein ziemlich großes Event dieses Jahr und ich kann leider nicht dabei sein, aber ich dachte mir, ich feiere das einfach mit euch, indem ich eine kleine Verlosung mit euch mache. Das hatte ich ja auch schon angekündigt, dass ich gerne, also meine letzte Verlosung war, gab irgendwann nach den 1000 Abonnenten, die ich erreicht habe oder so, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, aber ich hatte angekündigt, dass ich gerne nochmal was Kleines machen würde. Und ja, also es ist wirklich jetzt nichts Großes, denn ich bin ja leider Studentin, deswegen kann ich euch jetzt hier nicht sehr viel anbieten, aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem und ja, Happy St. Patrick's Day an euch alle. Ich hoffe, ihr feiert auch ein bisschen mit, zieht solche Sachen an wie ich und trinkt Guinness, habt Spaß. Ja, das fände ich toll. Aber jetzt generell mal zu den Bedingungen, zur Verlosung. Ihr solltet über 18 sein. Falls ihr das nicht seid, dann brauche ich eine unterschriebene Einverständniserklärung eurer Eltern, dass ihr trotzdem teilnehmen dürft. Das Gewinnspiel lasse ich mal bis zum 31. März laufen. Einfach ein bisschen länger finde ich jetzt, glaube ich, gar nicht schlecht, da ja, es ist ja noch Ostern dazwischen, bla bla bla. Deswegen 31. März, da bis dahin ist Teilnahmeschluss. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse befindet sich wie immer bei mir in der Infobox. Ja, und sagt mir, welches Paket ihr gerne hättet. Ich nenne das jetzt einfach mal Irland-Paket 1 und Irland-Paket 2. Ihr könnt auch gerne für beide teilnehmen. Ich werde zwei verschiedene Pötte machen mit Losen. Jedoch werdet ihr gleich sehen, vielleicht ist das eine nicht wirklich euer Ding oder ja. So, natürlich muss ich den Rechtsweg auch ausschließen. Ist ja bei jedem Gewinnspiel so. Und natürlich solltet ihr Abonnent meines Kanals sein, denn diese Verlosung sollte natürlich ein Dankeschön an meine Abonnenten sein. Und ich glaube, das war's jetzt. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal die Bücher und was ihr sonst noch gewinnen könnt. Und ja, anfangen tue ich jetzt einfach mal mit dem sonstigen Krimskrams. Ich habe mir nämlich im Carols, hier ist die Tüte, es ist der Irish Gift Store in Dublin, einer der größten, ich glaube sogar der größte irlandweit, soweit ich weiß, habe ich euch Sachen mitgebracht. Und zwar zum einen Lesezeichen. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht zu sehr. Das eine ist mit dem ja, Trinity Knot drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und das andere hat eben einfach das Kleeblatt drauf. Also davon könnt ihr eins gewinnen und einen Schlüsselanhänger. Und zwar habe ich einmal hier The Luck of the Irish und ein Leprechaun dazu. Und zum anderen einmal, ja, die Schäfchen. Das sind einfach so verschiedene Schafe und dann steht da noch die Marke drauf. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie erkennen. Ach so, auf der Rückseite steht dann noch Ireland. Ja, diese Dinge werde ich nach dem Zufall auswählen. Also, wenn ich sehe, okay, ihr seid jetzt Weiblein und hört euch relativ jung an in der E-Mail, ihr könnt mir ja gerne mal dazu schreiben, wie alt ihr seid, was eure Interessen so circa seid, dann werde ich euch ziemlich wahrscheinlich diesen dazugeben. Wenn ich merke, okay, ihr seid ein Männlein, werde ich euch, oder ihr seid etwas älter oder ihr steht auf Leprechauns oder ich weiß ja nicht, dann werdet ihr diesen bekommen. Also ich werde das einfach so ungefähr nach eurem Geschmack auswählen und diese, denke ich, ist relativ egal. Ich finde beides wunderschön. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Ja,
Aber das ist eben einfacher, wenn ich das so gestalte. So, da es zwei Pakete sind, mache ich auch zwei Bücher. Und ich dachte mir, ich wähle Bücher aus, die irgendwo was mit Irland oder für mich mit Irland zu tun haben. Zum einen könnt ihr im Paket 1, nenne ich das jetzt mal, das ist das Irland-Paket 1, von Lucinda Riley, das Mädchen auf den Klippen, gewinnen. Wenn ihr mich schon etwas länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich dieses Buch auch besitze, leider noch nicht gelesen habe. Es war in irgendeinem Neuzugänge-Video mal, jetzt habe ich es für euch auch nochmal besorgt. Und hier geht es eben um Irland. Es ist, genau, es geht um die junge Künstlerin Grania Ryan, die ihre irische Heimat verlassen hat, um in Irland ihr Glück zu finden. Jedoch kehrt sie dann nach einer Zeit wieder zurück und ich denke, der Schauplatz ist einfach toll. Ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran. Wenn euch Lucinda Riley eh schon gefällt oder ihr mal gern was von ihr lesen wollt, habt ihr damit jetzt die Chance. Ich hoffe, ihr freut euch schon mal über das erste Paket und ja, also Irland-Paket Nummer 1. Das zweite Buch, das dann das Irland-Paket 2 bildet, hat nur im entferntesten Sinne was mit Irland zu tun, und zwar für mich. Ich habe ja in meinem letzten Lesemonat das Buch von Patrick Ness und Siobhan Dowd vorgestellt, und zwar ist es A Monster Calls. Das ist auch die englische Version, jedoch leider nicht die illustrierte Ausgabe. Sie war dann doch etwas sehr teuer neu zu kaufen, weshalb ich euch diese hier bestellt habe. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung, aber ich bin mir sicher, dass euch die Geschichte trotzdem gefallen wird, wenn ihr sie noch nicht gelesen habt und Interesse daran habt, dieses Buch auf Englisch zu lesen. Wie gesagt, ich habe dem Buch 5 Sterne verliehen. Es ist wirklich ein Highlight bisher von mir und ich hoffe, ihr habt damit dann auch sehr Spaß daran. Ja, das war's schon. Ich werde euch alle Sachen nochmal unten in die Infobox verlinken. Ich hoffe, ihr habt Lust mitzumachen und macht auch, ja, zahlreich, nehmt zahlreich teil. Ja, das hoffe ich. Also ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, welches von den beiden Paketen, Irland-Paket 1 oder Irland-Paket 2, euch am besten gefällt. Ihr könnt auch für beide mitmachen, um das nochmal zu betonen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und wie gesagt, feiert schön St. Patrick's Day. Tschüss!